weil es ja so weltbekannt mein Lobeslied ertönt. Wie befremdlich dünkt mich diese Stube. Auch mich beschleicht eine seltsame Ahnung, dass hier etwas nicht stimmt. Diese Geräte liefern endlos viele Informationen, die geistig nicht verarbeitet werden können. Bereits das kindliche Denken wird überschwemmt mit zusammenhanglosen Informationen. In Gottes Namen, Mai, du hast ja heute Geburtstag. Mai, heute vor 16 Jahren. Was haben wir denn für Freude gehabt mit den kleinen Wutzeln? Ein Buch? Danke, Opa. Was hängst du jetzt in Trilgoras so? Hast du keine Gaude? Opa, du weißt doch, dass ich lesen nicht mag. Ein Computerspiel! Das war der Hit gewesen! Elendige Schufterei! Stiegen aus, stiegen an! Wenn ich den ganzen Scheiß heroben habe, kann ich drei Tage später stiegen aus, stiegen an! Die ganze Unnötigkeit wieder wegschleppen! Woher hast du denn überhaupt so viel Geld? Das kostet ja die Volle! Das Geld? Ja! Der Opa hat's mir gleichen! Das ging schon! Davon ist mir aber nicht wissen. Hast du mir das etwa gepfost, du Saubur, du? Ich lass mich sowieso nicht mehr von Engborn umeinander kommandieren. Ja, von mir aus, dann tue ich halt nicht so viel. Bist du alt genug? Eben. Ich geh jetzt meine Börsenberichte checken. Da weiß ich wenigstens noch, was ich un. Ja, genau. Luftgeschäftlein. So, Philly, was gibt's denn jetzt zum Essen? Hast du gehört? Ja. Was? Gehört schon. Aber ich will jetzt chillen. Also, hilf jetzt der Genoveva, aber schnell! Ich lasse es sicherlich von Sam zu helfen. Ja, aber wie ist das? Du hast recht, Blödekopf. Ja. Ist das ein Nein, was hat's denn eh für ein Schlein? Eigentlich versteht man ja kaum. Also, da möchte man schon finden. Mir, wenn du bei ein Dialekt. Ach so? Man muss aufpassen. Die Sprache muss präzise sein. Falsch angewandte Wörter verwirren den Geist. Und da müssen wir aufpassen. Sich kann man Galling gar nicht mehr gescheit denken. Das sagt uns der Opa auch allem.